the runway. Bring it to the runway. Und damit begrüße ich euch zum dritten Teil. Jetzt besprechen wir noch Sprechgruppen, die ich im Beispielflug nicht einbauen konnte. Dort haben wir uns nur auf veröffentlichte Phrasen konzentriert. Im Flugfunk haben sich aber auch Anweisungen etabliert, die nicht dem exakten Wortlaut der Vorschrift entsprechen, wir aber trotzdem verstehen und umsetzen müssen. Auch davon schauen wir uns einige an, sie werden orange dargestellt. Mit Sternchen gekennzeichnete Teile sind optional zu nutzen. Als erstes schauen wir uns weitere Kursanweisungen an. Continue Present Heading. Wir sollen einfach mit dem aktuellen Steuerkurs weiterfliegen, ab jetzt erhalten wir Vektoren und dürfen das Clearance Limit überfliegen. Leave Rokil Heading 120. Nach Rokil sollen wir direkt auf Steuerkurs 120 drehen. Es ist auch möglich, dass dem Lotsen der exakte Steuerkurs gar nicht so wichtig ist, Hauptsache wir drehen jetzt um 10 Grad nach links. Turn left 10 degrees. Nicht zu verwechseln mit Steuerkurs 010. Erhalten wir die Information Expect 75 Track Miles, bedeutet dies, dass wir noch etwa eine Strecke von 75 Seemeilen zurücklegen werden bis zum Aufsetzen. So können wir die Landezeit besser abschätzen und feststellen, ob wir zu hoch oder zu tief sind für einen ökonomischen Sinkflug. Ein wörtliches Zurücklesen ist dabei nicht nötig, ein einfaches Roger genügt. Natürlich kann uns die Flugsicherung auch feste Sinkraten vorgeben, um Luftraumgrenzen einzuhalten oder die Staffelung zu sichern. Zum Beispiel Descent Flight Level 100 at 1500 feet per minute or greater. Das hebt auch für öffentliche Höhenbeschränkungen bis zum freigegebenen Level auf. Descent at Assigned Rate Flight Level 80. Wir müssen auch bis Flight Level 80 die vorgegebene Sinkrate beibehalten. Mit Resume Normal Rate of Descent wird die Vorgabe vorzeitig wieder aufgehoben, geläufig sind aber auch Phrasen wie Own Rate oder Free Rate. Expedite Climb. Jetzt ist die genaue Steigrate egal, wir sollen aber alles daran setzen, so schnell wie möglich die freigegebene Höhe zu erreichen. Climb Flight Level 110, Expedite Climb until passing Flight Level 80. Hier sollen wir uns nur beeilen, bis wir Flugfläche 80 durchfliegen. When ready, Descent Flight Level 190, Report Leaving. Der Lotse lässt uns nun zum Beispiel in Flugfläche 230 selbst entscheiden, wann wir auf Flugfläche 190 sinken. Wenn es dann soweit ist, müssen wir Bescheid geben. Die direkte Antwort darauf wäre, when ready, descending flight level 190, maintaining flight level 230, Wilco. Und zu Beginn des Sinkfluges, leaving flight level 230. Traffic, Traffic. Kommen sich zwei Flugzeuge zu nahe, könnte das Kollisionswarnsystem TCAS durch Steig- oder Sinkanweisungen versuchen, den Konflikt zu lösen. Solch eine Anweisung heißt daher Resolution Advisory. Ein Beispiel. Climb, Climb. Wir melden nur TCAS RA und befolgen die Steiganweisung. Sollte der Lotse gleichzeitig zum Sinkflug auffordern, entgegnen wir Unable TCAS RA und steigen trotzdem. Bis zur Meldung Clear of Conflict ist die Flugsicherung nicht mehr weisungsberechtigt. Danach müssen wir grundsätzlich der ursprünglichen Freigabe wieder folgen. War das zum Beispiel Flight Level 110, sinken wir dorthin zurück und melden Clear of Conflict, Returning to Flight Level 110. Der Lotse muss daran nicht einmal schuld sein. Wenn wir zum Beispiel mit hoher Sinkrate auf Flight Level 110 sinken und ein anderes Flugzeug mit hoher Rate auf Flight Level 100 steigt, kann eine TCAS RA ausgelöst werden, weil die Annäherungsrate so hoch ist. Eine vertikale Staffelung von 1000 Fuß ist in dem Beispiel zwar gesichert, allerdings haben die freigegebenen Höhen gar keinen Einfluss auf die Berechnungen des TCAS. Um dies zu verhindern, wird empfohlen, für die letzten 1000 Fuß vor Erreichen einer freigegebenen Höhe die Vertical Speed auf maximal 1500 Fuß pro Minute zu beschränken. Kommen wir nun zu einer Freigabe, die zunächst harmlos klingt. Cleared for Approach. Kompliziert wird's da, wenn wir zum Zeitpunkt der Freigabe höher sind als auf der Karte veröffentlicht. Zurück nach München. Wir erhalten in 6000 Fuß die Anflugfreigabe. Beim Standardanflugverfahren dürfen wir damit auf die niedrigste veröffentlichte Flughöhe des jeweiligen Teilstücks sinken, also 5000 Fuß. Bis Gudeck sind wir bei Vektoren aber noch gar nicht auf dieser Route. Erst recht nicht vor Erreichen des Localizers. Ein sofortiger Sinkflug ist daher umstritten. Sollen die 6000 Fuß unbedingt bis zum Gleitpfad gehalten werden, wird uns die Flugsicherung entsprechend anweisen. Zum Beispiel Maintain 6000 Feet until Gleitpath Interception. Ansonsten spricht wohl nichts dagegen, früher auf 5000 Fuß zu sinken. Im Zweifel lohnt es sich nachzufragen. Bei der Geschwindigkeit hält sich die Meinung, Cleared for Approach hebt automatisch eine verbale Geschwindigkeitsanweisung auf. In Amerika ist das so veröffentlicht, hierzulande jedoch nicht klar geregelt. Der Lotse erwartet grundsätzlich, dass wir der Anweisung weiterfolgen.
Ist die letzte Geschwindigkeitsanweisung schon länger her und offensichtlich sinnlos, dürfen wir höchstwahrscheinlich wirklich verlangsamen. Annahmen zu treffen, kann uns da aber schnell die eigene Staffelung kosten. Professionell ist daher nur eine klare Absprache. Sollen wir unsere aktuelle Geschwindigkeit melden, übermitteln wir im unteren Luftraum die Indicated Airspeed, und zwar in 10er Schritten. Im oberen Luftraum ist grundsätzlich die Machtzahl zu nennen, da genügen die beiden Dezimalstellen. Nun zu weiteren Geschwindigkeitsanweisungen. Reduce to Minimum Clean Speed. Hier sollen wir so langsam fliegen wie möglich, ohne Auftriebshilfen ausfahren zu müssen. Im Airbus ist das die Green Dot Speed. Reduce Final Approach Speed. Wenn, dann hören wir das recht früh im Endanflug und sollen schon jetzt maximal verlangsamen, um noch eine Maschine starten zu lassen oder die Staffelung zum Vordermann zu sichern. Wird es wirklich knapp, ob die Landebahn rechtzeitig frei wird, bekommen wir die Info Prepare for Possible Go-Around oder salopp Expect Late Landing Clearance. Gleichzeitig kann der abfliegende Verkehr mit Cleared for Immediate Takeoff dazu angehalten werden, unverzüglich den Startlauf zu beginnen. Speed 180 Knots or greater until 6 miles final. Dadurch kann die Staffelung zum Hintermann gesichert werden. Die Geschwindigkeitsanweisungen werden mit folgenden Phrasen wieder aufgehoben. Resume Normal oder Published Speed, No ATC Speed Restrictions. Ab da gelten eigentlich wieder die veröffentlichten Geschwindigkeitsbeschränkungen, im Zweifel besser absichern. Eindeutig sind dafür die Sprechgruppen No Speed Restrictions, Free Speed oder Own Speed. High Speed Approved, High Speed Desired, High Speed Appreciated, Maintain High Speed as long as possible. Das sind zwar alles keine veröffentlichten Phrasen, ist für uns aber ein ganz klares Zeichen, wir sollen Gas geben. Geschwindigkeitsbeschränkungen der Luftraumklassen sind immer einzuhalten. Im Luftraum Echo maximal 250 Knoten unter Flight Level 100. Auch die Flugsicherung darf uns dort keine höhere Geschwindigkeit genehmigen. Im Luftraum Charlie ist für IFR-Flüge unter Flight Level 100 gar keine Begrenzung festgelegt. Wir dürfen also jederzeit schneller fliegen. Anfragen wie Request High Speed sind somit in beiden Fällen überflüssig. Der Mehrfachanruf. Wenn zwei Freigaben sofortige Priorität haben, kann der Lotse zwei Stationen gleichzeitig ansprechen. Eurowings 1 Alpha November, Turn Right Heading 290, Break Break, Lufthansa 2 Bravo Alpha, Descent Flight Level 80. Die Kunst liegt nun darin, das Readback ordnungsgemäß durchzuführen. Es antwortet nämlich zuerst das Flugzeug mit der ersten Freigabe, dann das zweite. Das funktioniert leider nur recht selten in der Online-Welt. Verstehen wir eine Anweisung gar nicht, sagen wir Say Again. Haben wir bei einer längeren Freigabe nur das Heading nicht verstanden, könnten wir aber auch nur Say Again Heading übermitteln. Das spart Zeit. Wurden wir für Turn Left Heading 260 freigegeben, sind uns aber unsicher, ob der Lotse wirklich links und nicht rechts sagen wollte, sollten wir mit Confirm Direction of Turn antworten. Sagen wir Confirm Left Heading 260, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Lotse einfach zustimmt, ohne noch einmal seine Freigabe zu prüfen. Erhalten wir eine Verkehrsinformation, wird uns die Peilung zum Verkehr in Uhrzeigerrichtung mitgeteilt. Traffic 2 o'clock, ein Flugzeug befindet sich in Flugrichtung rechts vor uns. Zudem wird meist auch die Entfernung, Flugrichtung, Höhe und Flugzeugtyp mitgeteilt. Den Empfang der Meldung müssen wir bestätigen, ein wörtliches Zurücklesen ist jedoch nicht nötig. Ob wir Sichtkontakt haben oder den Verkehr auf dem Ticker sehen, ist nicht meldungspflichtig, außer wir werden danach gefragt. Ein Sonderfall beim Frequenzwechsel. Erhalten wir die Anweisung Stand by vom München Tower und 118.705, sollen wir zwar wie gewohnt umschalten, dann jedoch abwarten, bis uns die nächste Station von sich aus ruft. Zu guter Letzt noch eine Info zur Übermittlung von Rufzeichen. Bei Rufzeichen dürfen wir ganze Tausender und Hunderter leider nicht zusammenfassen. Somit ist Austrian 1000 oder Eurowings 9800 formal nicht richtig. Jede Ziffer ist einzeln auszusprechen. Wir dürfen aber auch mit Austrian 1000, Eurowings 9800 oder Lufthansa 2222 funken. Diese Möglichkeit besteht aber nur für Ziffern im Rufzeichen oder Luftfahrzeugmuster wie Boeing 777. Und damit sind wir am Ende des Tutorials. Ich hoffe, bei jedem ist etwas hängen geblieben, auch wenn die letzten Minuten sicher anstrengend waren. Für weitere Fragen oder bei Diskussionsbedarf freue ich mich über jeden Kommentar. Berichtigungen und eine FAQ-Übersicht werde ich im Laufe der Zeit in den Videobeschreibungen veröffentlichen. Ich bedanke mich herzlich für eure Lernbereitschaft, viel Spaß beim Nachmachen und many happy ATC Calls. Euer Gronico.